Hey Leute, willkommen zu meiner Folge von Bloons Tauri Fans 6. Heute mache ich was, was jeder vernünftige Bloons-YouTuber mindestens einmal schaffen muss. Und zwar werde ich versuchen, ein Schimpansen-Level mit nur zwei Affen zu schaffen. Das habe ich schon mal versucht und nicht hingekriegt. Ich glaube, daraus habe ich auch kein Video gemacht. Ich habe damals den Modus halbes Geld mit nur zwei Affen geschafft. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen geschummelt. Aber heute mache ich das richtig und vernünftig. Mit nur zwei Affen den Schimpansen-Modus schaffen. Die Strategie habe ich übrigens auch mir nicht selbst ausgedacht, sondern die ist von dem englischsprachigen YouTuber Dabloon. Der hat nur 14.000 Abonnenten, deswegen kriegt er auch mal einen Shoutout. Könnt ihr auschecken, wenn ihr wollt. Ist halt mal was anderes, weil sonst alle YouTuber, ich ja auch, sind meistens in Videos immer komplett aufgedreht, reden total schnell. Und er redet halt relativ ruhig und gelassen. Und das kann man sich, finde ich, ganz gut geben. Und dazu ist die Strategie halt auch super, super einfach, so wie der es erklärt hat. Also das kann auch jeder von euch nachmachen. Also ihr braucht den Magier erstmal und platziert den da oben in die Ecke, da. Und wie gesagt, im Video sah es sehr, sehr leicht aus. Ich probiere es einfach mal nachzumachen. Und vielleicht kriege ich es ja hin. Ich versuche einfach. Ich gebe mein Bestes. Wir sehen, wie es läuft. So. Ich werde es natürlich euch auch erklären, wie man es macht. Was ich übrigens nicht erklären muss, ist, wie man den Abo-Button drückt. Das wisst ihr bestimmt schon. Und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich das sehr gerne machen. Dann haben wir auch bald, glaube ich, 141.000. Mein Ziel für das Jahr sind hier 150.000. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir sogar relativ schnell hin. Was eine coole Sache wäre. Das mit nur zwei Affen zu machen mit der Strategie ist im Grunde leicht, aber es gibt so ein paar Zufallsfaktoren, die eventuell machen, dass ich das nicht hinkriege. Also es ist ein bisschen glückabhängig, so ein kleines bisschen. Aber deswegen, wenn wir Glück haben, dann läuft das ja. Wir brauchen halt nur ein kleines bisschen Glück. Die grünen Ballons müssen alle weg. Weg. Geht bitte. So, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wieso kann er den nicht hitten? Wenn ich jetzt sage, stärkster. Muss man zwar nicht, aber ich mach's einfach mal. Hilft das? Oder muss der ein bisschen weiter rechts platziert sein? Ne, stärkste hat jetzt geholfen. Okay. Machen wir wieder weg. So. Okay. Aber im Video hat er das nicht gemacht. Also man muss das wahrscheinlich nicht machen. Oh Gott, stopp. Feuercool auswählen. Man muss das wahrscheinlich nicht machen. Ja, ich habe es jetzt gemacht, weil ich halt das verhauen habe am Anfang. Aber ich glaube, das geht auch so klar. Das müssten wir auch jetzt so hinkriegen. Kann sein, dass die Position mir jetzt am Ende irgendwas kostet, aber ich glaube nicht. Wir müssten das jetzt easy hinkriegen. So, was war jetzt? Oh, Feuerball-Skillen, genau. Was ganz, ganz wichtig ist, Affensinn wollen wir erst in Runde 95 skillen. Und auch erst dann, wenn wir den Zauberaffen komplett durchgeskillt haben. Das ist wohl das Wichtigste bei dieser Taktik. Vielleicht sogar das Einzige, was super, super wichtig ist. Weil die Taktik ist leicht, aber hat natürlich immer noch so ein paar Dinge, die man beachten muss und sollte. Und wie gesagt, ein bisschen glücksabhängig ist es natürlich trotzdem. Ich kopiere diesen Versuch jetzt halt auch, weil der halt so simpel ist. Weil es gibt ganz viele Videos auf YouTube, wo dann halt auch das hier versucht wird, dass so, ja, in Runde 83 müsst ihr bei den einen Affen stärksten auswählen, bei den anderen müsst ihr dann letzter auswählen für 30 Sekunden, dann müsst ihr wechseln auf das und das. Und ich finde das hier ist einfach super, super simpel. Man braucht ein bisschen Glück mit der Feuerwand. Und das ist alles. Und das kann ich respektieren. Das ist leicht, das ist machbar. Die Feuerwand muss jetzt halt einfach gute Dienste für uns machen. Und dann ist es das schon. Das ist halt wirklich ganz, ganz simpel. Generell bei diesen Challenges ist halt der Anfang eigentlich das Schwerste. Ja, und wie gesagt, der Kanal von den Typen. Ich werde ihn ganz am Ende auch nochmal verlinken. Bitte klickt erst ganz am Ende drauf. Ich will die Aufrufe nicht verlieren. Danke. Aber ja. Ihr könnt auch gerne mal einen netten Kommentar schreiben, wie... Na gut, Grüße von Bardo ist vielleicht ein bisschen doof, weil das ist ja... Ist ja Deutsch. Ihr könnt kein Deutsch. Ihr könnt vielleicht mal Hi schreiben. Ich weiß es nicht. Aber Hi. Mit AI. Hi. Das ist wie das Tier. Nein, nein, nein. Verhaltet euch, wie ich es auch machen würde. Also vernünftig. Okay. Gut. Jetzt sparen wir schon auf den Heli, glaube ich. Ja, jetzt sparen wir auf den Heli. Und hauen den dann gleich raus. Denkt dran, Affen sind Skillen verboten. Dürfen wir nicht machen. Erst in Runde 95, wenn wir den komplett durchgeskillt haben in der Mitte. Ja. Wir haben uns den Heli. Es läuft doch alles sehr, ja, sehr stabil. Sehr stabil. Okay, die Feuerwand wird immer schön platziert. Die macht da immer schön Schaden. So, jetzt nach der Runde müssten wir dann bei den Heli sein. Heli auch relativ simpel zu skillen. Wie gesagt, eine sehr, sehr simple Challenge, wenn es so gemacht wird. Ich weiß, dass ich mir damals ein bisschen den Kopf zerbrochen habe, um das hinzukriegen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich wollte es unbedingt mit Adora machen. Warum auch immer, aber es ging nicht. Es ging nicht. Es ging nicht. So. Heli platziert, den müssen wir jetzt zweimal in der Mitte skillen. Einmal und gleich zweimal, dass wir Tarnballons angreifen können.
Weil gleich kommt hier ein Tarnballon und er darf und soll noch nicht Tarnballons angreifen. Das kommt erst später. So. Warten, 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 warten. Warten im Garten. Ha, hat sich gereimt. Vierfach skillen wir jetzt gleich und dann gleich verfolgen. Dann skillen wir gleich noch die Rasierblätter und dann sparen wir noch was anderes. Und sind wir schon fast durch. Wie gesagt, die Challenge ist super, 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 super simpel, wenn man das so macht. Das könnt ihr ganz gleich nachmachen. Wie gesagt, ihr müsst halt einfach nur am Anfang den Magier skillen. Unten einmal, Mitte zweimal. Sieht kritisch aus, aber der Magier kann ich gut machen. Dann skillt ihr den Heli. Unten zweimal, nee, Mitte zweimal. Oben komplett durch. Und das ist es schon fast. Das ist es schon fast. So, übrigens nicht komplett durch. Da muss man natürlich noch ein bisschen anders machen. Denn wir skillen jetzt erstmal Rasierrotor. Und danach skillen wir noch Arten des Drachen. Und dann skillen wir den oben komplett durch. Und das geht auch total simpel auf. Zumindest im Video sah es simpel aus. Und falls jetzt wer sagt, Bardor, mach doch eine eigene Strategie. Ja, nee. Ich finde solche Strategien rauszufinden einfach stressig. Ich kann es nochmal sagen, auf meinem Kanal geht es nicht um Skill. Es geht um lustige, dumme Ideen und irgendwie 6 Stunden rumsitzen, um eine Strategie rauszufinden, ist für mich nicht die Definition von einer lustigen, verrückten Idee. Deswegen machen wir es einfach so. So, Atem des Drachen ist das nächste, was wir brauchen. Also ihr wollt Atem des Drachen skillen, aber dann erstmal nicht. Dann wollt ihr erstmal ein bisschen chillen. So, Atem des Drachen, zack. So, den Phönix machen wir erst ganz, ganz spät. Ich glaube in Runde 78. Und Affen sind halt noch viel, viel später. Viel, viel später. Okay, aber den Phönix brauchen wir auch. Ich meine, Runde 93 brauchen wir den kleinen Phönix. Und jetzt sparen wir tatsächlich schon auf den Heli 4-2. Okay, 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 okay. Wir müssen das jetzt haben in dieser Runde. Zack. Japp. Cool. Ja, und was wir jetzt machen, jetzt sparen wir nochmal, bis wir dann den Patch Prime haben. Weil der jetzt mit Stufe 4, der Heli, der kriegt da schon eine ganze Menge hin. Wenn ihr wissen wollt, wie viel er hinkriegt, ich habe ja mit Stan zusammen letztens den doppelt platziert. Den Stufe 5 Heli. War das mein Video, Stan? Das war, glaube ich, mein Video. Und das war schon relativ krank und die haben schon relativ zerstört. Das ist übrigens schwer als YouTuber, dass das Video nicht dauernd Werbung ist. Weil ich könnte jetzt ja einfach sagen, ey Leute, check mal das Video, was ich da gemacht habe. Zu Magier könnte ich auch sagen, ey Leute, guckt doch mal mein Video an zu den Magiern. Ich habe mal geguckt, welcher Magier am stärksten ist. Wirklich, ich kann jetzt zu allen hier Werbung machen, aber mich persönlich stört das, wenn manche YouTube-Videos einfach nur Werbung sind. Also, ich weiß nicht, du klickst ein Video an und dann ist erstmal, hey Leute, hi, abonniert mich doch mal, liken bitte auch, kommentieren bitte auch, teilt das doch mal, hi, ich habe auch Instagram, hi, folgt mir doch mal auf Twitter, folgt meinen OnlyFans-Account, hi, was geht denn? Und ich finde es mega stressig, finde ich, wenn die Videos einfach nur so Werbung sind. Achso, kauf mein Merch auch noch, schön, und das kann man mehrmals machen, weiß ich nicht. Das kann natürlich jeder machen, aber ich persönlich als YouTuber und als Zuschauer finde das ein bisschen anstrengend, aber kein Vorwurf natürlich an Leute, die das machen. Das sind klügere Leute, die wahrscheinlich auch viel mehr Geld verdienen als ich. Und zu Recht, der Grund, warum wir Affen sind, übrigens nicht skillen dürfen, liegt einfach daran, weil uns dann das Geld fehlt. Also wir brauchen in Runde 95 diese 325. Ansonsten kriegen wir es anscheinend nicht hin. Okay, ich würde sagen, wir spammen schon mal den Knopf für Apache Prime. Aber ich glaube, den kriegen wir erst... Bisschen weit gekommen alles. Den kriegen wir, glaube ich, erst in der nächsten Runde. Ich spam trotzdem meinen Knopf. Und da ist er. Okay. Apache Prime haben wir am Start. Sehr, sehr nice. Und ab jetzt sind wir dann schon mal safe bis Runde 93. Was nicht verkehrt ist. Affen sind immer noch nicht skillen. Ist immer noch böse. Phönix hingegen kann man skillen. Phönix ist nicht böse. Der Phönix ist ein guter Phönix. Den brauchen wir. Runde 80 übrigens kein Problem. Wir sind jetzt halt so stark, der wird wahrscheinlich schon jetzt kaputt gehen. Ja. Apache Prime ist halt schon ganz in Ordnung. Okay, Runde 90. Runde 93 ist wichtig. Das Ding ist, wir haben jetzt ein paar Runden, die knapp aussehen, aber eigentlich nicht knapp sind. Das heißt, ist ein bisschen stressig. Wir brauchen aber immer noch 20.000 ungefähr. 20, okay. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. Das ist machbar. Das kriegen wir hin. Puh. Ich habe Angst, dass wir es nicht hinkriegen. Wir werden das jetzt aber schaffen. Optimismus, Leute. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Ist richtig. Ich hatte Angst, das falsch umzusagen. Nicht den Sand in den Kopf stecken. Auch falsch. Sand nicht essen. Fairerweise, ich denke, jeder hat, als er ein Kind war, mal so eine schöne Handvoll Sand einfach gesnackt, oder? Oder hab nur ich das gemacht? Ich hab's nicht oft gemacht. Aber Sand sah halt lecker aus, ne? Jedenfalls, okay.
Gut, bevor ich mich noch im Kopf und Kragen rede. Die Runde sah jetzt schwerer aus, als eigentlich war. Und gleich Runde 93 ist das Timing wichtig. Da kann ich eventuell ein bisschen was verhauen. Aber vielleicht auch nicht. So, jetzt fehlt uns immer noch Kohle. Ja, 10.000 noch, okay. Gut, Timing wichtig. Wir müssen jetzt warten, bis die DDTs raus sind. Und dann den Phönix herbei beschwören. So, sind alle draußen, so jetzt Phönix. Und das müsste jetzt ganz knapp aufgehen. Kaputt, 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 ja. Ganz knapp ist aufgegangen. Sehr, sehr gut, okay. Aber geschafft. Dafür braucht man den Phönix, ansonsten kriegt man die Runde nicht hin. Und jetzt Runde 95. Warten, sparen und dann gleich den Zauberer-Phönix skillen. Und ey, wie gesagt, eine richtig entspannte, leichte Taktik. Man muss im Grunde halt wirklich auf fast nichts achten. Nur Runde 93 Phönix beschwören. 95 Phönix beschwören. Aber wie gesagt, in Runde 93 den Phönix erst beschwören, wenn alle DDTs auf dem Feld sind. So, jetzt die interessante Runde. Jetzt gleich die interessante Runde. Da müssen wir auch warten, ein bisschen mit dem Timing. Ist auch nicht verkehrt. Und das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. So, wir brauchen noch 3000. Ihr merkt, das Geld ist wirklich knapp. Deswegen darf man Affen so halt nicht skillen. Okay. Ey, aber das scheint hinzuhauen, die Taktik. Mega gut. Na gut, so die Fähigkeit nicht raushauen, das wäre mein Untergang, wenn ich jetzt raus würde. So. Okay, Spam, 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 Spam. So, 200 fehlen uns noch. 100, so, jetzt komm. Zauberer Phönix, wir spammen das, wir spammen das, wir spammen das. Wir brauchen das ganz schnell. Das ganz schnell und bam. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Nice, jetzt haben wir Konstantin Phönix. Jetzt können wir auch hier gleich den Phönix beschwören. Hi. Moment, ich warte noch ein bisschen. Na, hi, so. Jetzt zerstört er jetzt alles, hoffentlich. Wir spielen immer hier auf Affensinn. Gut. Gut, 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 gut. Nice. Okay. Alles gut. Runde 98 ist dann jetzt die nächste schwere Runde. 98 generell eine der schwersten Runden im Spiel. Da kommt es ein bisschen aufs Timing an, glaube ich. Weil da muss man warten, bis so ziemlich alles auf dem Feld ist von den Großen und dann erst die Fähigkeit raushauen. Geht das auf? Moment, gehen die, kommen die da durch gerade? Die kommen da durch. Hä? Es gibt keine bessere Position für meine Facecam. Ich könnte die hier hin machen. Das schmeckt mir aber nicht, die Position. Mag ich nicht. Ich kann auch hier oben hin machen. Können wir ganz raus machen. Ich meine, ich kann die Fähigkeiten raushauen. Ich glaube, für Runde 97 brauchen wir die da nicht. Mach ich einfach mal. Okay. Aus Angst, Fähigkeit. So. Phönix. Damit ging es jetzt relativ easy. Ich hoffe, die Fähigkeit ist jetzt nur wieder dann in Runde 98 am Start, weil dafür brauche ich die dann. Das heißt, Runde 97 bitte ein bisschen dauern. Das wäre ganz gut, wenn die nicht komplett vorbei ist. Okay, also Runde 96 vielleicht auch den Phönix raushauen. Vielleicht habe ich einfach nicht richtig zugehört. Zumindest hatte ich gerade Probleme, die wären durchgekommen. Das jetzt, das geht ohne Phönix. Okay. Runde 98 auch nochmal Phönix. Wichtig. Wichtig. Gut, jetzt müssen wir warten, bis so ziemlich alles auf dem Feld ist von den Fetten und dann den Phönix raushauen. Wir warten, 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 wir warten. Wir warten. Jetzt? Zu früh? Nee, geht klar. In Runde 99 braucht man den Phönix halt auch. Das heißt, wenn ich die Fähigkeit jetzt zu spät eingesetzt habe, haben wir die Fähigkeit nicht für Runde 99, was ziemlich dumm wäre, glaube ich. Aber ist schon halb aufgeladen. Meine Facecam überdeckt das, ne? Kacke, mein Facecam überdeckt es da. Hi, das ist die Phönix-Fähigkeit. Wieder im Boden rein. Okay, in Runde 99 brauchen wir es auch. Da warten wir auch wieder, bis alle DDTs auf dem Feld sind. Warten, warten, warten. Wir warten. Und jetzt Phönix dabei beschwören. Und das sollte Runde 99 auch gewesen sein. Japp! Und jetzt Runde 100. Runde 100 ist ja so ziemlich die leichteste Runde. Ich meine, da gibt es nicht viele Taktiken. Ich kann den Phönix immer beschwören, wenn es geht. Und dann hätten wir Runde 100 mit nur zwei Affen geschafft. Beziehungsweise ein Affe. Der Heli ist ja nur ein Heli und kein Affe. Aber ihr wisst, was ich meine. Nice. Ich bewege mich auch wieder hoch, weil ich glaube, so weit kommt er nicht. Hi, Facecam. Was geht? Cool. Cool, 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 cool. Okay. Ja, Runde 100 ist eine sehr entspannte Runde. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich beschwöre den Phönix nochmal. Bam. Und das war's. Sehr gut. Runde 100 mit nur zwei Affen geschafft. Schließe ein Spiel im Schwierigkeitsgrad Schimpansen mit nur zwei Affentüren ab. Habe ich geschafft. Dankeschön. Okay, nice. Wie gesagt, eine ziemlich leichte Strategie. Danke fürs Rausfinden. Ich hoffe, das ist nicht schlimm mit den Klauen der Strategie. Deswegen könnt ihr ja da mal vorbeischauen und mal ein paar nette Worte lassen, vielleicht auch ein Abo da lassen, als Ausgleich dafür, dass ich eine Strategie einfach geklaut habe. Kriegt er ein paar Abos. Wie wär's doch? Ist doch ein fairer Deal. Okay, gut, dann will ich aber sagen, Leute, falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Ansonsten Daumen nach oben wäre auch cool, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin
und ciao!